Frei Otto war nicht nur Architekt, Erfinder und Naturforscher. Sein künstlerischer Blick auf die Baukunst macht ihn so besonders. Die Architektur ist im Grunde frei, wie ihre Schwestern, die Malerei und die Bildhauerei. Unendlich viele Formen könnten gemalt, geknetet, gegossen und gebaut werden. Jeder Mensch dieser Erde könnte ein eigenes Haus haben, das keinem anderen gleicht. Heute, in 100 Jahren, in 1000 Jahren. Diese Weite der Möglichkeiten sprengt jedes Vorstellungsvermögen. Weil unvorhersehbar viel geschehen kann durch Menschen, die mit subjektiven Visionen ihre eigene Welt gestalten. Mit den sogenannten Ökohäusern, die Frei Otto im Zuge der IBA Ende der 80er Jahre in Berlin bauen und planen und realisieren konnte, haben wir ein ganz interessantes Exemplar von seinem Denken in Modellen. Denn Otto bezieht sich hier auf der einen Seite ganz stark auf einen Entwurf, den er Ende der 50er, 60er Jahre für den Central Park in New York konzipiert hatte, eine Art Baumstruktur, in der er das öffentliche Grün gemeinsam mit dem privaten Raum für die Bewohner kombinieren wollte. Und etwas, was wir heute im Wohnungsbau und in der Stadtplanung immer wieder bemüht sind zu tun, nämlich die Kombination aus urbaner Dichte und ökologischem Freiraum neu zu denken. Das war die Grundlage für die sogenannten Ökohäuser in Berlin, die eben nicht am Central Park stehen, sondern heute im Tiergarten. Das ist jetzt hier der Standort, wie er realisiert wurde, im Tiergarten. Es sind drei Häuser. Ursprünglich war es ein größeres Grundstück mit mehr Projekten. Es sind ganz frühe und für Frei Otto ganz wichtige Prinzipien, die er hier realisiert. Nämlich, dass er nur eine ganz grobe, statische Struktur mit horizontalen Ebenen und Stützen vorgibt, die durch die Bewohner selbst ausgebaut werden sollen. Also da sind Infrastrukturschächte natürlich drin, das ist alles da, aber die Außenhülle, der Innenausbau ist alles durch die Bewohner dann möglich. Stichwort für heute partizipatorisches Bauen, dass man eben von vornherein im Planungsprozess die Menschen schon beteiligt. Wichtig ist der starke Grünanteil in der Anlage mit Dachgärten, mit Terrassengärten. Auch die innere Aufteilung ist relativ frei, weil die Geschossdecken im Abstand von 6 Metern liegen, sodass man da 2 Wohngeschosse drin unterbringen kann. Für dieses Thema ökologisches Bauen war es für Frei Otto auch wichtig, an die Energieversorgung dieser Häuser zu denken. Und er hat sehr viel Wert auf die Sonnenenergie gelegt. Deshalb sind die Häuser optimal nach Süden ausgerichtet, um eben die Sonnenenergie im Laufe des Jahres und im Laufe des Tages dann einzufangen. Dafür hat er schon in den 50er Jahren eine horizontale Sonnenuhr entwickelt, so wie er das nennt. Und die ist auch hier auf diesem Modell mit platziert und zeigt eben die Nordrichtung an, in die also in der Mittagszeit die Sonne scheint und dann zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten den Einfallswinkel der Sonne, also im Winter flacher in die Etagen hinein und im Sommer stärker von oben. Frei Otto begrüßte die neuen technologischen Möglichkeiten. Meine Wünsche von früher haben sich erfüllt. Wir haben inzwischen das anpassungsfähige Haus, das Haus im Haus, die grünen und wandelbaren Dächer, die immer effektiver werdende Solarenergienutzung und effektive und sogar ästhetische Windräder.